Sturm, ich hab Bock auf Sturm. Guido, ich hab Bock natürlich auf mal Man. Guido, und der ist auch wieder dabei. Sturmpyramide Part 2. Let's go. Ich bin Kessim, Euligan Zeider. Ich habe wieder mehr geschnitten als Friseure. Und damit gehen wir jetzt gleich rein in die Pyramide. Lass gerne noch Liebe da, ein Like, ein Abo und gerne auch die Glocke anbimmeln. Dann verpasse hier gar nichts mehr. Und damit gehen wir rein. Guido, was los? Sehr gut. Und das musikalische Intro, das kommt heute von Genetik. Magic, sie nennen ihn Magic, er trägt den Sternstaub auf seinen Fersen, jeder um ihn merkt es, Drive in dem Ashton, er ist so Magic, steig in den Heaven. Heute ist er der magische Guide, ich grüße den Big Man from your Saarland Country. Grüße an dich, Tobi. Ey, ich habe gerade irgendwie versucht, die Zeile zu raffen, aber das war zu hoch für mich. Was geht, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Nice. Ja, ich brauchte irgendwie ein magisches Intro und da war mir Olex Zisch, war mir zu flach, deswegen dachte ich, ich greife nochmal eine Schublade tiefer. Ich spüre hier Magie, mein Lieber, in unseren Videos. Yes, sir. Wir haben letzte Woche, haben wir gesagt, was passiert, wenn Kimmich jetzt noch einen Scorer liefert? Zack, liefert er vor deinen Augen, muss er ja performen dann auch. Und du machst da randomly den Ragnar Ache-Jubel. Auch der schnallt sich da auch an und serviert das 1-0 für Kaiserslautern. Also, Kessim, um dich auch ein bisschen zu beweihräuchern, also, Marius Bülter macht die Butze, mein Bester. Dein Call. Guck mal an. Ja, hier. Also, hier sind wirklich Leute, ne? Hier gucken mittlerweile 8.000 bis 10.000 gucken unser Video. Da echt nochmal Grüße an euch alle. Aber ich habe das Gefühl, hier passieren magische Dinge. Also, hört genau hin, links und rechts. Ein Nebensatz kann genauso wichtig sein wie irgend so ein Main-Statement. Das ist hier irgendwie mein Feeling. Das wollte ich dir erstmal aufdrücken. Und damit will ich dich erstmal fragen, wie geht's dir denn überhaupt, Tobi? Bei dir war ja viel los am Wochenende. Ich wollte gerade sagen, also ich kann mich nicht beschweren. Ich war an dem Wochenende das erste Mal in meinem Leben in der Allianz Arena. Ich wurde eingeladen und war dann in der Sponsoren-Lounge und habe da ultra geil gesessen. Im Basketball würde ich es Courtside nennen. Also wirklich direkt hinter der Gästebank. Unfassbar geil. Total geiles Spiel gesehen. Mega Experience. Wunderschönes Stadion. Alles top. Also ich komme aus einem wundervollen Wochenende. Kickbase-Punkte liefen so lala. Also das könnte durchaus besser sein. Aber abgesehen davon war es ein wunderschönes Wochenende. Mir geht es sehr gut, Kessim. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Sehr geil, du klingst auch super entspannt, immer. So brauche ich dich heute auch. Und Kickbase-Punkte so olala, die Kickbase-Challenge, habe ich gesehen bei der Bundesliga, die war schon eher Richtung 2K, wenn wir da im Basketball-Genre bleiben. Aber hat es am Ende nicht gereicht, wollte ich noch mit Max Geschwill überholen, aber der Gute hat auf der Bank Platz genommen, war natürlich hart. Was nicht hart war, war das Feedback, das war wieder sehr freundlich und sehr geil. Ich hau dir mal hier zwei rein, das ist JM-CX7ZZ. Grafisch nochmal so ein fettes Upgrade, sieht mega aus, die Kombi mit euch beiden sowieso immer wild. Da kann ich schon mal eins vorwegnehmen, wild wird es heute wieder. Mega geil. Und ich habe hier noch Cleozyn4179. Hab so Bock, eure Updates über die Saison immer wieder zu sehen zu dürfen. Danke für die Arbeit, Jungs. Mit dem Herz sogar noch. Und JM hat auch ein Herz drin. Also, auf jeden Fall Liebe hier an unsere Crowd auf hier. Mega geil. Big love. Ich feiere das überdoll. Ne? Ich feiere, dass die das auch so zelebrieren. Dann habe ich auch mehr Bock, weißt du? Dann habe ich hier im Video erstmal mehr Bock, aber auch im Schnitt, weil ich genau weiß, die Leute feiern das und das ist irgendwie so schön. Und die Leute, die Kommentare hatten hier auch schon Sachen drin. Upgrade, Update und das ist auch das Stichwort, denn heute wird wieder geupdatet, mein Lieber. Ja. Wir sind wieder in der Pyramide. Game Changer Ranking. Wir reden über die Stürmer heute, Tobi. Das ist ja deine Folge eigentlich das immer, ist mein ne? Bereich, du bist ja selber Stürmer. Das ist mein Bereich. Da fühle ich mich am wohlsten, da rede ich am liebsten drüber. Yes, geil. Und nochmal, die Jungs, die wir nennen, die verfügen über das beste Momentum. Also die aktuell beste Form schreibe ich auch nochmal rein. Gibt immer noch welche, die uns da krumm in die Gegend schießen. Gehört dazu. Aber dann habt ihr das Video vielleicht auch nicht gesehen. Oder das Intro nicht gehört. Ganz wichtig. Aber ja, deswegen immer schön hier auch den Sound anmachen. Wir haben die Keyplayer wieder dabei. Schlüsselspieler des Teams, Tobi. Wir haben Elite, der Keyplayer in Gut. Weltklasse, die Gegner bekommen Angst und die Legende, wie bei dir, du bist ja auch eine Legende, du trägst den Magnet überall. So, und das veredeln wir wie immer mit unserem Mann. Pro Reihe Besonderheit ist wieder, es gab schon mal eine Liste, die haben wir auch alle im Blick. Ich blende die heute mal nochmal ein,
Für die, die das Video gucken, da habt ihr natürlich jetzt einen Bonus. Die, die es nicht hören, die, die es nicht sehen, die hören es nur, aber ihr hört dann halt die aktuellen Spieler. Und du hast auch gesehen, Tobi, gern mal Feedback von dir. Wir haben jetzt mal mit Pfeilen und mit so News-Stickern gearbeitet. Wie fandest du das, den Look? Ich glaube, ich spreche da im gesamten Namen der Community, wenn ich sage, Kessim, dicke Props für das Video letzte Woche. Das hat nochmal 3000 Mal mehr Bock gemacht. Ich kenne das ja selber, wenn ich so eine gewisse Videoreihe neu einsetze. Ja. Du fängst immer an mit einer gewissen Rohform. Ja. Dann fällt dir über die Wochen immer so eine Kleinigkeit ein, die man auch irgendwie verbessern könnte, die das Ganze noch cooler machen könnte. Nice. Und wirklich, ich ziehe mir die Videos immer sehr, sehr gerne im Nachhinein auch nochmal rein. Ist auch immer ganz cool, weil ein Tag Pause zwischen Aufnahme und Release ist. Da freut man sich dann umso mehr drauf. Ja. Und ich glaube, ich kann dafür alle sprechen. Das hat richtig, richtig Bock gemacht, das Ganze zu gucken. Ist auch echt cool mit den Pfeilen. Und ich glaube auch, auf die Saison gesehen, macht das Ganze dann nochmal mehr Sinn, wenn ein Newcomer reinkommt, jemand hochschiebt etc. Deswegen gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, Kessim. Hast du geil gemacht. Lieb ich. Da auch nochmal kleinen Gruß auf jeden Fall in meine Grafik, an meinen Grafikmann. Das ist ja hier eine kleine Abteilung. So, und ich habe heute alles im Blick, Tobi. Ich habe nämlich besonders deine Jungs im Blick. Ich war ja letzte Woche, war ich ja unterwegs in Amsterdam und war da auch in diversen Clubs. Und was gab's da? Immer ein Security-Check. Deswegen müssen deine Jungs heute durch meinen Security-Check durch, natürlich. Also das wird gar nicht so einfach. Und ich mach das mal im, ich mach jetzt den Countdown und du fängst dann an mit deinem Keyplayer. Und ich mach's im Pyramiden-Style. 5, 4, 3, 1. Go. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit einem Dude rein. Ich bin sehr gespannt, ob er bei dir überhaupt in die Pyramide reingekommen ist, Kessim. Jemand, den wir beim letzten Mal beide sehr, sehr hoch eingerankt hatten, der jetzt aber natürlich auch aufgrund von harten Gegnern und einem Ausfall ein bisschen runtergedroppt ist. Ich habe Hugo Ekitike in den Keyplayer mit drin. Sticht. Ja. Und Tor gegen Bayern ist natürlich impressive. Jetzt gegen Leverkusen war es in Ordnung. Wurde auch einmal von Tah so ein bisschen weggeschoben, sonst hätte er vielleicht auch da genetzt. Dann der Ausfall gegen Kiel. Für mich hat es einfach nicht für höher gereicht. Deswegen ist bei mir in den Keyplayern drin gelandet. Perfekt. On point. Wir starten hier mit dem Lauf vom letzten Mal quasi wieder in die Keyplayer rein. Ich habe ihn auch auf Keyplayer tatsächlich. Cool. War mir da auch nicht ganz sicher, wo du ihn hast, aber ich fand ihn tatsächlich schon beim Spiel gegen Gladbach. Da hat er so einen krassen Vorbericht gehabt hier, weißt du, so mit 10 Minuten von Sky und so komplett die Bühne bekommen. Aber in Frankfurt ist aktuell die Mamouche-Show und das ist so. Du hast das Ding auf jeden Fall hier gecallt gegen die Bayern, das hatten wir auch gecallt in unserer Preview-Show, die haben wir ja auch bei uns. Ich nehme hier Hoffmann macht's aus der Hot-Take-Folge und sag: Vertraue hier Hugo Ekitike mit dem Tor gegen die Bayern. Und aktuell ist es so ein bisschen symbolisch, der Zweikampf gegen Tah. Ich weiß nicht, habt ihr da in der Arena auch ein bisschen Konfi? Wahrscheinlich habt ihr ein bisschen auch geguckt, ne? Ja, während ich mir hier das eine andere Stückchen Kartoffel reingezogen habe und noch ein Eis gegönnt habe und da serviert wurde, habe ich auch ein bisschen Konferenz begutachten können. Ich habe es auch gesehen gehabt. Und für mich ist aber kein Foul. Ja. Also für mich, ich habe auch heute nochmal die Highlights reingezogen, weil ich es nochmal sehen wollte. Der Kommentator, der ist ja fast ausgerastet. Dann gesagt, das ist ein klarer Elfmeter. Alter, nur weil die Hand am Körper ist. Ja, der ist in der Luft, check ich. Aber nur weil die Hand am Körper ist, ist noch lange kein Foul. Für mich ist das vollkommen valide, dass das keinen Elfmeter gab. 100% bei dir. Und das ist auch so ein bisschen symbolisch, ne? Ja. Also Junge, mach das Ding doch einfach rein, ne? Dann zieh einfach noch ein bisschen mehr den Sprint an und steig nochmal einen Meter höher als Tah. Ist natürlich schwer, aber mach es doch. Da fehlt mir so ein bisschen einfach die Wucht bei ihm gerade. Und es sieht so ein bisschen laissez-faire und er lässt ein bisschen spielen aus. Deswegen ist er bei mir auch nur so gerankt. Ich bin mir sicher, Harry Kane hätte einmal einen Schulterblick gemacht, hätte gecheckt, Tah kommt quasi mit. Und hätte quasi einmal kurz den Körper reingestellt, dass der Ball ein bisschen weiter unten ist. Und dann einfach irgendwie versucht, das Ding mit dem Oberschenkel, Knie, was auch immer, irgendwie ins Tor zu drücken. Ja, und gleichzeitig halt von Tah wegzubleiben. Da in den Luftzweikampf reinzugehen, mit einem schlechten Timing, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen schwierig. Aber nicht deswegen ist er in den Keyplayern, sondern wegen der Form in den letzten Wochen. So ist es, so ist es. Und du hast den Kommentator angesprochen, Kai Dittmann. Lieben Gruß an dich nochmal an der Aussprache des lieben Ekitikes fein. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das da auch gehört? Das war Ton hatte ich leider nicht gesehen. Okay, nee, das, okay, wunderbar. Nice, und damit gehen wir rein mit einem Sticht und vielleicht haben wir den nächsten. Er ist nämlich heute komplett neu dabei und er nimmt Bittencourt und komplett Werder Huckepack. Und das ist Marvin Ducksch. Das war jetzt sein Knotenlöser gegen die Wölfe, so hat sich das für mich angefühlt. Er cruist mal mit drei Scorern um die Ecke und in die Pyramide rein. Der Pass auf Grüll
den hast du bestimmt auch gesehen, zum 1-4. Zucker. Überragend. Liga-Insider Note 1. Insgesamt 4 Torschussvorlagen jetzt geliefert. Fast 70% Pässe bei 40 gespielten Pässen angebracht. Also auch da richtig gut. Heatmap habe ich mir auch angeguckt gegen Wolfsburg. Der war auch überall. So ein bisschen Burkhardt-like. Strafraum sogar am eigenen. Sogar und im Gegner natürlich auch ein bisschen eingepackt. Aber auch so Quarterback-Vibe, den wir ja auch kennen, dass er sich mal ein bisschen nach hinten fallen lässt. So zwischen die Ketten und so ein bisschen, ja, das Spielfeld scannt und nach links und nach halb rechts mal abrückt. Duxchi, für mich Key Player. Was sagst du? What you say? Ich hatte ihn sogar in Elite. Ich hatte ihn auch ursprünglich in Key Player drin. Hab ihn dann wirklich als allerletzten hochgezogen. Also er ist derjenige, den ich am wenigsten von meinen Elite-Playern in Elite am Ende drin hatte. Deswegen können wir gerne in Klammern setzen und noch kurz überlegen. Klammern. Bei mir war es eher so ein Ding, ich wusste nicht, wen ich über ihn stellen wollte für Elite. Weil letztendlich, wenn man sich die letzten 3 Spielereien auf dem Papier anguckt, war es ein relativ gutes Spiel gegen Hoffenheim. Aber da war, ich meine, da hast du auch wirklich den einfachsten Ballbesitz der Welt spielen können. Und selbst da hat er nur in Anführungszeichen einen Assist gemacht. Und jetzt wirklich ein überragendes Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Für mich wäre auch Keyplayer fein. Ich bin nur gespannt, wenn du eine Elite drin hast. Das war, wie gesagt, deswegen ist er bei mir hochgerutscht, aber ich wäre auch an sich mit Keyplayer fein. Ich würde sagen, wir machen ihn erstmal in Klammern und gucken dann gleich, wo wir ihn einsortieren. Sexy. Ich baue den hier unten in die Grafik rein. Das war auch richtig cool, wie die da unten so aus der Ecke rausgeschilkst haben und kurz mal die Pyramide anstarren durften und dann eventuell wieder rausgelöscht wurden oder reingeflogen sind. Übergeil. So sieht's aus. Genau. Ich kann da nur ein Kreuz draufsetzen für die, die es dann nicht reinschaffen. Die, die es reinschaffen, sind dann halt zweimal drauf. Ne? Gut. Richtig gut. Als Zuschauer und als Pyramidenstein. Sehr gut. Wollen wir weitermachen? Cool, mein Lieber. Ja. Dann darfst du weitermachen. Ich bin gespannt. Ich gehe das erste Mal ein bisschen passend zum Background zu einem, obwohl nach Bremen zum nächsten grünen Verein. Ich gehe zu den Wölfen. Ich habe jemanden drin, der jetzt in dem Spiel katastrophal war, aber die 2 Spiele davor einfach komplett rasiert hat. Ich habe Jonas Wind mit dabei. Und auch wenn er jetzt gestern gegen Bremen eine kleine No-Show hingelegt hat, die 2 Spiele davor jeweils mit 2 Toren, ich komme, glaube ich, nicht daran vorbei, den irgendwie hier nicht aus der Pyramide rauszunehmen. Und deswegen ist er bei mir in den Keyplayern drin gelandet. Für mehr reißt er nicht ganz, weil das Spiel jetzt gegen Bremen wirklich desolat war. Aber Keyplayer ist er für mich auf jeden Fall. Richtig gut. No-Show kann ich dir hier confirmen. Finde ich geil. Sticht, kann ich dir auch sagen. Kessel, geil. Genau. Hast eigentlich alles gesagt. Schießt über 2-mal aktuell im Schnitt aufs Tor, das ist richtig gut. Und Platz 21 ist er da und kreierte Großchancen, gibt er dir auch immer eine halbe, dass er die 23 ist im Vergleich. Und Torschussvorlagen auch noch 1,6 im Schnitt, da auch die 23. Also der macht schon richtig viel fürs Spiel, sieht richtig gut aus und macht ein bisschen mehr als sein Nebenmann. Aber den habe ich trotzdem auf Keyplayer, weil er eigentlich genau das gleiche gemacht hat wie Jonas Wind. Und das ist Mo Amura. Der gibt mir so Straßenzocker-Vibes, kreierte Großchancen ist er auf 29, aber ansonsten ist Wind überall besser. Ich habe ihn jetzt aufgrund der Scorer drin und er ist mir manchmal noch zu theatralisch. Gestern wollte er auch einen Elfer schinden. Ah, come on, boy. Also ja, du hast den Körper da gut platziert, aber dann fall doch nicht, dann zieh das Ding noch einfach direkt in den Winkel rein. Das ist auch direkt dein Tor, weil beim Elfer schießt du ihn vielleicht nicht mal selber. Aber deswegen ist Amura ist ein Keyplayer, genauso wie Wind. Selbstteam. Ich habe Amura in Elite und ich glaube, da werde ich auch nicht von abrücken. Mann, nee, weil ich finde wirklich, die 2 Spiele davor war der überragend. Also nochmal, Wind hat zwar an sich, was das reine Scoring angeht, ja ähnlich aufgesetzt, selben Scorer gemacht in den Spielen davor. Ich finde aber wirklich, seit Amura wieder fit ist, ist das die absolute Lebensversicherung vom VfL Wolfsburg Offensiv. Sowohl in Kontersituationen einfach super clean, Finishing ist überragend und selbst jetzt gegen Bremen gestern, 2-3 Situationen, wo er hätte besser abschließen können, aber auch da hätte er wieder 1-2 Tore machen können. Für mich ist Amura Elite. Ich finde ihn richtig, richtig stark und er setzt sich für mich auch ganz klar von den Leuten ab, die ich in Keyplayer drin habe. Wenn du auch hier, es macht halt keinen Sinn, wenn wir jetzt frühzeitig einordnen, würde ich auch sagen, Klammer, und dann können wir halt gleich gucken, wen du noch reinwirfst und wen wir dann noch hoch oder runter ziehen. Sehr cool. Ich merke schon wieder, du bist hier mit dem Eye-Test unterwegs. Ja, immer. Bei Stürmern immer. Ja. Stats-wise, Wind über ihm, ne? Ja, aber das sehe ich gar nicht. Mit dem Auge, also für mich ist, dabei bist, Wind schwimmt einfach aber extrem ich liebe mit das. Und harmoniert sehr gut damit. Aber Amura, also ohne Amura würde Wind gerade bei 0 Scorern stehen. Mein Call. Ich liebe das. Genau das liebe ich. Weil das ist,
Sonst können wir auch einfach keine Ahnung, hier, wie viel sind das? Wie viele Spiele haben wir? 5, 4, 3, 1, 9, 12, 13. Dann nehmen wir die 13 besten Fußballspieler. Macht keinen Sinn. Dann hauen die einfach in die. Nein! Es geht ja um Game Changer. Genau, das brauche ich hier von dir. Das hast du eben schon im Intro angesprochen, auch für die Leute in den Kommentaren. Sehr gut. Uns geht es wirklich darum, welche Spieler sind am wichtigsten und am besten. Rein qualitativ am besten. Ja. Das muss nicht unbedingt scorermäßig am besten sein. Wenn Stürmer 3 Spiele in Folge einfach, zum Beispiel ein Junior Adamu hat 2 Saisontore, haben wir jetzt heute wahrscheinlich beide nicht mit dabei, war aber beim letzten Mal relativ leider hoch mit drin, weil er einfach für Freiburg einen riesigen Impact hat. Und genau dasselbe ist jetzt in dem Fall wieder der Fall, dass die Stürmer einfach in anderen Bereichen wichtig sein können. Natürlich ist Tore schießen mit die wichtigste Komponente, die man bewerten kann, aber es gibt halt noch so viele andere Metriken, die man beachten sollte. So sieht's aus. Perfekt erklärt. Tipptopp. Die Leute, die das Format immer noch nicht verstanden haben. Ja, spätestens jetzt mal. Schießt heute ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, Leute kommen hier rein, dann skippen die bis zum Ende, sagen, ah, scheiß Pyramide. Und dann gibt's den bösen Liga-Insider-Kommentar. Lacht euch, Freunde. Format ist geil. So, wir schießen. Auf geht's, Kessim. Wir schießen heute schärfer als Stürmer. Ja, kann man auch so sagen. So, und damit geht's weiter. Du hast den nächsten Keyplayer. Okay, ich habe mich für einen entschieden, den ich rein aus Frust am liebsten nach der Aktion gestern wieder rausgeworfen hätte. Ich habe einen Leipziger Stürmer, namentlich Benny Šeško, in den Keyplayer mit drin. Ich finde in den Spielen davor, gerade vor 3 Spielen war er natürlich überragend gegen Augsburg. Im Spiel danach fand ich ihn auch gut. Exakt. Und was der gestern gegen Mainz gemacht hat, bei dieser einen Aktion, wo er auf Xavi querlegen muss. Oh Junge. Da, also, wenn ich Xavi in Kickbase gehabt hätte, ich wäre so sauer gewesen, Kessel, das kannst du keinem erzählen. Junge. Ich finde aber trotzdem, Šeško ist jemand, den habe ich beim letzten Mal gar nicht mit in der Pyramide mit drin. Er kommt immer besser rein. Gerade das Augsburg-Spiel war natürlich überragend und ich habe das Gefühl einfach, gerade auch weil RB jetzt 6 von 7 Spielen zu 0 gespielt hat, generell eine geile Saison spielen, dass er da auch wirklich schon ziemlich wichtig ist. Gerade auch im Räume öffnen, Tiefenläufe, dadurch eben Platz schaffen für eben einen Xavi, für einen Openda. Šeško für mich eine Keyplayer am Ende mit drin, aber für höher reicht es auf jeden Fall nicht. Soll ich dir sagen, Tobi? Er ist in der Pyramide, aber er ist erstmal unten geparkt. Er ist unten geparkt. Er gesellt sich zu Marvin und zu Mo. Okay. Benji, erstmal unten. Ich habe ihn nicht mit drin. Fair, vollkommen fair. Ist dann doch die Ausbeute und auch aufgrund dieses Fauxpas, nenne ich es mal. Also, Junge, zieh den. Er ist natürlich auch ein Striker, ne? Hättest du, ich frage mal hier einen Stürmer, hättest du ihn rübergelegt? Ja, natürlich. Also, jeder muss den rüberlegen. Da gibt es auch keine 2 Meinungen. Selbst ein Harry Kane hätte den schon 30 Meter vorher rübergelegt. Das ist, wenn du aufs Tor zuläufst, du hast immer, wenn du alleine als Stürmer aufs Tor zuläufst, musst du immer einmal checken, ob jemand mitläuft, weil es einfach ein geschenktes Tor ist. Sehr gut. Ein 1 gegen 1 kannst du mal missen und Robin Zentner ist super darin rauszulaufen, so ein bisschen als Sweeper-Keeper. Du musst den rüberlegen, da gibt es keine 2 Meinungen, definitiv. Weil deswegen bist du ja auch ein Teamplayer und vielleicht ist Benji kein Keyplayer. Oh, gut. Nice. So, haben wir den auch noch. So, ich scroll hier mal. Wir haben eigentlich schon fast alle von mir drin gehabt. Ich gehe noch mal einmal durch für uns beide, ne? Also, wir haben Hugo und wir haben Jonas. Die sind schon mal beide drin. Das sind hier 2, genau. Und Duxi, Šeško, Amura, in einer anderen Order, aber genau, Duxi, Amura, Šeško, die haben wir in Klammern. Genau, dann mache ich mal meinen nächsten und bin gespannt auch, wie viel du sollst aber auch, glaube ich, auch nicht mehr so viele haben. 2 habe ich noch. Ich gehe, das ist gut. Ich gehe mal mit dir nach Hoffenheim und es ist Andrej Kramaric. Den hatten wir letztes Mal, Den hatten wir letzte Folge, Stürmerfolge, hatten wir ihn noch auf Elite. Tor gegen Bochum, da muss er aber eigentlich 3 Dinger machen. Also er wirkt nicht mehr so kaltschnäuzig auf mich. 2 von 5 Schüssen auch nur aufs Tor angebracht. 2 Kämpfe waren okay. Er war gegen VfB schwach. Bei Union kam er auch irgendwie nicht ins Spiel. Ich sehe es gerade wirklich schwierig mit ihm. Der Typ ist auch schon 33 und eventuell ist er auch der Trecker und nicht Can. Deswegen habe ich Kramaric erstmal nur auf Keyplayer. Hab gehört, der sticht. Damit ist er der 3. Eingeloggte. Super. Genau. Hast du eigentlich schon alles zugesagt. Für mich spielt er eine gute Saison gerade. Ist jetzt aber auch nicht überragend. Und jetzt gegen Bochum hast du gesehen, dass er qualitativ der beste Spieler ist, den die TSG hat. Aber in dem Spiel hätte der 3-4 Scorer machen müssen. Und deswegen für mich auch definitiv kein Elite-Player, aber ein Key-Player auf jeden Fall. Passt perfekt. Nice. Der ist halt auch 33 wie ich, ne? Das heißt, also ich fühle auch schon so mit ihm, weil der Körper verändert sich ja auch dann. Ne? Und dann hast du vielleicht nicht mehr diese 1-2% und musst halt dann nochmal eine extra Einheit einlegen. Ja. Weiß ich nicht, ob er die gerade macht, aber er trifft ja auch noch in der Nazi und so. Deswegen ist er erstmal noch auf Keyplayer, aber ich glaube, man muss dann schon gucken, LeBron James ist ja jetzt auch, geht jetzt auch los, NBA-Saison, ne?
der Typ ist ja auch, ist der 41? Ist 14 oder 41, ja, ja. Muss ich gleich nochmal nach. So krank. Und, ne, und der ist aber, ne, vielleicht muss Kramaric dann nochmal das, noch das Training buchen von LeBroner. Weiß ich nicht, aber können wir ja nochmal Kontakt herstellen. Du bist ja gut vernetzt. Selbstverständlich. Ich rufe mal kurz bei LeBron an, kein Problem. Sehr gut. Ja, wenn du mit hier Allianz Arena schon chillst, dann wirst du ja zu den LA Laker-Verantwortlichen da auch irgendwelche Kontakte haben. Übrigens habe ich auf Instagram gesehen, dass Musiala in der Lounge neben mir war, aber ich habe ihn nicht gesehen. Da wäre ich in Ohnmacht gefallen. Ach. Naja. Alter, crazy. Junge, das ist ja noch viel geiler eigentlich als fast das Spiel selber, ne? Ja. Dann noch mal mit ihm abklatschen. Das wäre unfassbar gewesen. Naja, gut. Letzter Keyplayer. Für ihn noch. Aber, für ihn glaube ich aber auch, für ihn glaube ich mehr die Ehre, neben dir zu sitzen als umgekehrt. I fucking doubt it, mate. Okay, letzter Keyplayer. Ich bin gespannt, ob wir denselben haben. Für mich geht's nach Stuttgart. Ich habe Dennis Undav, Kesse. Und ich finde, Dennis Undav spielt kein... Hot Take. Ja, finde ich gar kein Hot Take. Also, Dennis Undav hat die letzten drei Spiele alle in Ordnung gespielt. Aber ich fand den nirgendwo überragend und dementsprechend... Ja, ich habe gar nicht so viel mehr Argumente. Er ist einfach gerade in einer guten Form, aber in keiner überragenden Form. Und deswegen habe ich ihn nur in Keyplayer mit drin. Ich habe ja hier das Tool auch auf. Zur rechten Seite gucke ich jetzt gerade drauf. Da ist er immer noch die 3, natürlich. Auf Tor und Großchancen mit 7. Meisten Schüsse der Liga ist mein Shooting Guard. Frag mal nach im Fernschuss. Er gibt mir auch so große Bruder-Vibes, wenn du da die Interviews anguckst mit Demirovic. Ah, wir die aktuelle Form bewerten. Genau. Gebe ich dir den. Ich habe ihn auf Elite. Ich park ihn eins runter. Er hat den Security-Check bei mir. Hat er überstanden. Ich habe ihn kurz abgetastet. Mache ich hier nochmal. Und ja, ist okay für mich. Sure. Ich rank ihn eins runter. Bin dann gespannt, wenn du dann eins höher. Ich habe gerade nochmal geschaut. Seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Mann. Tor gegen Wolfsburg. Nur eine Halbzeit gespielt. Dann kein Tor gegen die TSG. Und jetzt halt minus 4 gegen Bayern. Aber ich meine, das will man nicht unbedingt reinfaktorisieren. Davor war er richtig geil. Nee. Jetzt gerade, wenn man wirklich die aktuelle Form sieht, war irgendwie, ist er bei mir ein bisschen runtergedroppt. Deswegen habe ich ihn nur in Keyplayer mit drin. Es ist fair. Es ist fair. Vielleicht magst du nochmal sein Torjubel einmal flexen. Ich kann es auch machen, aber bei dir sieht es, glaube ich, voluminöser aus. Ich habe leider einen Pulli an. Ich kann meinen weird Flex nicht auspacken. Okay, nice. Perfekt. Aber im Liganzeller-Design wieder die Lampen. Selbstverständlich, nur für euch. Nur für die Community. Sehr schön. So sieht's aus. So, mein Lieber, dann hast du Undav drin. Okay. Ich bin hier durch. Du müsstest jetzt hier nochmal einen rauszimmern und dann schauen wir mal, was aus Duxch, Sesko und Amura wird. Ich bin nämlich auch durch. Also bei mir, habe ich ja schon gesagt, bei mir sind Duxchi und Amura in Elite und Sesko in Keyplayer mit drin. Und ansonsten haben wir halt Undav, Wind, Kramaric und EKTK schon eingeloggt bei den Keyplayern. Da müssen wir nur schauen. Da müssen wir uns einigen jetzt. Also Sesko willst du wirklich, also sorry, wir müssen, da muss ich den Knopf eigentlich jetzt auch drücken. Musst du gar nicht, wen haben wir darf ich den Knopf drücken? Noch? Wir haben noch Duxch Amura, ja, aber die sind ja beide in Elite. Duxchi Elite, finde ich, ach, sind schon eingeloggt auf Elite. Dann musst du ja eigentlich so einen in Elite haben, den ich gar nicht in der Pyramide habe. Da müssen wir erst weitermachen, bevor wir einsortieren. Ja. Wir loggen noch nicht, Kessim. Lass mal rübergehen in Elite, bevor wir irgendwas einloggen, weil nachher muss er wieder alles hin und her dann, werfen. Weiß ich, glaube ich, wen du gar nicht drin hast. Ich glaube, ich weiß es. Wer ist es? Dann ist es wahrscheinlich Johnny Burkhardt. Genau, habe ich gar nicht mit drin. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das war so ein Ding, da war ich mir selber nicht sicher, ob ich Johnny, my man, hier mit reinnehme. Der trifft nämlich ja nur doppelt und auswärts gefühlt. Dribblings ist er nach wie vor top. Das will ich hier anbringen. Über 55%. Könnte noch ein bisschen mehr aufs Tor schießen. Und die Tore bisher gegen Pauli, gegen Augsburg gut, noch eins bei VfB. Will eigentlich auch, dass der nochmal gegen den Top-Team-Player trifft, ein Top-Team trifft. Aber im Heatmap habe ich euch auch schon gezeigt. Der ist sehr aktiv, der Mann. Wir können ihn gerne. Bei mir war es, kann ich sagen, sogar so weit dabei, dass wir ihn rausziehen. Also ich kann sagen, 50-50 Johnny Burkhardt, Sesko war bei mir die letzte Entscheidung für die Pyramide. Also wenn du deinen Johnny unbedingt drin haben willst, ich bin vollkommen fein damit, Sesko hier rauszuwerfen. Dann können wir Johnny Burkhardt in Keyplayer. Ich würde aufgrund, Sesko hat es sich nicht verdient. Fair. Und ich grüße an der Stelle Yasin, wenn er rübergelegt mein hätte. Bruder aus der Liga Insider, Liga 2. Der ist nämlich auch gerade dabei. Der hat immer gesagt, immer an Sesko glauben. Und der ist eigentlich auch gerade dabei, den abzugeben. Deswegen, wenn der schon zweifelt, Yasin, das ist schon auch echt ein treuer Bursche. Und wenn der schon zweifelt, dann würde ich hier Sesko rausfallen lassen. Kippt quasi, der Pyramidenstein kippt hier quasi gerade raus. Gucken, ob ich da einen coolen Soundeffekt finde. Cool. Und dann würde ich sagen, haben wir
Jetzt musst du mir helfen. Amura wären dann, also ich meine, die müssen ja irgendwo rein, deswegen wären die gelockt bei Elite. Amura und Dutch und Johnny Burkhardt wird dann den letzten Spot bei Keyplayer bekommen. So sieht's aus. Der Groschen ist bei mir innerlich auch gerade noch gefallen. Und genau, dann haben wir Dutch und Amura schon auf Elite, mein Lieber. Und ja, soll ich den nächsten machen? Gerne. Ich denke jetzt, also jetzt sollte es, glaube ich, keine Überraschung mehr geben. Jetzt kommst du darauf an, wie wir es sortiert haben. Ja, genau. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen, ist es vielleicht ein Hot Take, aber ich habe mein Büffelbruder Victor Boniface nur auf Elite aktuell. Der stand zu lange am Flughafen, Tobi, das wissen wir beide. Super wichtig aber, dass er das 2-1 macht, das war für ihn, glaube ich, nochmal ein richtiger Push. Verballert aber davor auch den Elfer, das dürfen wir nicht vergessen. Gegen Kiel macht er, ich habe es gesehen im Stadion, da macht er eigentlich einen Doppelpack, dann wird er eins noch zurückgenommen vom Schiri nach irgendwie 5 Minuten Video, weil da wieder der rechte Zeigefinger irgendwie ein Abseits... Also mir geht das auch langsam echt auf den Sack, ne? Es war doch immer bei Zweifel irgendwie für den Stürmer, aber gefühlt ist es das auch gar nicht mehr. Und sobald irgendwie der Zipfel, weil der Wind irgendwie weht gegens Trikot, ist dann irgendwie Abseits oder was? Also geht mir auch auf den Sack. Naja, gut. Gegen Bayern fand ich ihn stark, da war in den Daten richtig gut, 80% Luftkämpfe gegen Kim und Co., 55% Zweikämpfe, kreierte Großchance, ist aber auch nur die 83, Dribblings 33%, Führung Großchancen, habe ich mir auch nochmal geguckt, auch nur noch die 11. Bei einem Stürmer dieses Kalibers will ich da eigentlich noch mehr Output sehen, von daher ist Boniface erstmal bei mir nur Elite. Kassim sticht. Und ich weiß, wir lieben beide Victor Boniface. Es war bei mir auch viel Überlegungsarbeit, ob ich ihn irgendwie trotzdem in Weltklasse reinzaubern kann, weil er letzten Endes trotzdem einfach einen riesigen Impact bei Bayer hat. Aber weil eben die Werkself gerade für mich so ein bisschen kleinen Downfall hat und Boniface schon ein Difference-Maker ist, aber halt nicht dieses Weltklasse, er hieft seine Mannschaft auf ein anderes Level-Niveau hat, bin ich vollkommen fein damit und habe ihn, wie gesagt, auch in Elite mit drin. Das heißt, wir gehen da komplett mit einher. Dann gebe ich dir mir mal obligatorisch die Hand. Wunderbar. I love it. Ja, ist ja dein Lieblingsstürmer, ne? Dein Lieblingsspieler der Bundesliga, glaube ich. Ja, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Hammer. Ja. Geil. Nach Jamal. Geil. Top. Jamal ist Kickbase-Liebe. Sehr gut. Alright. Cool, mein Lieber. Ich glaube, wir werden den letzten gleich haben. Ich hoffe es zumindest. Ja. Ich habe Lois Openda bei Weltklasse noch mit. Bei Elite mit drin, sorry. Habe ich da einen Sticht vernommen? Jawohl. Da hat's gestochen. Ist das ein Träumchen, Kessel? Boah, da haben wir heute fast alles gleich. Das ist krass. Openda für mich. Fat Game, Bro. Openda ist für mich deutlich besser in die Saison reingekommen, beziehungsweise ist schlecht in die Saison reingekommen und ist in den letzten Spielen wirklich so langsam wieder zu alter Form reingekommen. Topspiel gegen Augsburg, auch das Spiel danach war super. Und selbst jetzt am Spiel gegen Mainz war er wieder gut. Aber bei Openda ist immer das Ding, der spielt ja, das ist ja sein Game-Style. Der spielt ja immer so ein bisschen laid back, so ein bisschen entspannt. Du hast nie das Gefühl, dass er 100% gibt. Aber das ist ja so ein bisschen seine Art und Weise. Aber er hat es gegen Mainz total cool runtergespielt, war dann ein super wichtiger Spieler in der Offensive, so ein bisschen der Strippenzieher. Unter anderem mit auch gute Läufe gemacht, gute Räume dadurch geöffnet. Zum Beispiel auch beim Xavi Simons Tor, toller Lauf davor, wodurch eben Xavi den Platz bekommt. Sowas fällt mir immer auf. Ich finde sowas richtig big und richtig wichtig und dementsprechend Lois Openda, ich weiß gar nicht, wo wir es letzte Mal hatten. War überhaupt mit drin? Gar nicht. Wie damn, dann gibt es auf jeden Fall einen richtigen Step-Up für den Mann. Er kommt straight in die Elite rein, hat sich das definitiv auch verdient. Jetzt weiß ich auch, wer mich letzte Woche angerufen hat aus Belgien. Es war Lois und er wollte in die Pyramide rein. Geil. Werde ich angerufen. Du rufst mich jetzt aber nicht parallel an, ne? Nee, das nicht. Aus Belgien, okay. Weiß nicht. Aber und Lois Openda ist absolut drin. Ist Tore und Großchancen. Mittlerweile die 2 direkt hinter Marmoush. Mit 8 Stück. Super gut. Also gefällt mir auch. Du hast alles gesagt. Und ich kriege ja auch gerade nochmal aus dem Schnitt. Ja. Der Schnitt ist happy. Vielleicht hat man mich auch gerade gesehen. Ich war eigentlich gerade nur noch am Smilen. Sehr, sehr gut. Muss ich hier gar nicht so viel zusammenfriemeln, weil das ja relativ d'accord hier gerade vorangeht. I love it. So, und damit ist Elite voll, mein Lieber. Wir haben es alles gleich. Und damit weiß ich auch, dass du in den Zoo gegangen selbstverständlich. Bist. Selbstverständlich. Come on, Alter. Also, es war eine knappe Geschichte. Geil. Zum Glück hat der vorgestern noch mal richtig geil abgeliefert. Ich habe El Giraffe, Tim Klein, jetzt natürlich endlich wieder in Weltklasse, wo er hingehört. Und ja, so ich könnte nicht glücklicher sein. Warum? Zum Beispiel Tim Kleindienst.
Das ist genau, Tim Kleins ist die Perfektion von dieser, oder was Perfektion, die Definition von Spielern, die wir in dieser Pyramide drin haben, weil ohne Tim Kleindienst hätte Gladbach niemals gegen Heidenheim gewonnen und wäre auch generell bisher in der Saison, auch das Spiel davor gegen Augsburg, das ist einfach seine Stärke, auch dieses, dass er da super viele Bälle rausgeklärt hat, dann nochmal in einem Klatschmoment gegen Augsburg das Tor macht, auch wenn man es am Ende verliert. Tim Kleindienst ist, was den Impact für die jeweilige Mannschaft angeht, für Gladbach so viel wichtiger als fast alle anderen Stürmer hier in der Liste und ja, deswegen für mich ganz klare Weltklasse, ist ein riesiges, riesiger Mehrwert für die Gladbacher und hat da einen geilen Mehrwert geliefert bisher. Deswegen Tim Kleindienst für mich unumstritten in Weltklasse mit drin. Richtig geil. Kann ich schöner nicht sagen. Ich habe hier nochmal, ich gucke hier nochmal rein in die, nice, in die Statistiken von der Bundesliga und Tim Kleindienst ist intensive Runs, intensive Läufe, ist er Platz 2, tatsächlich Adamu da, die 1. Ja. Hammer gut. Und Sprints ist er die 3 hinter Wirtz und Frimpong. Also auch super fleißig, unsere Giraffe. Und er hat ja tatsächlich gegen seinen Trauzeugen auch den Elfmeter geschossen, Kevin Müller. Auch das ist eine geile Geschichte. Schüsse aufs Tor, mittlerweile fast 3. Ich mache nochmal ein bisschen die Overall-Stats, nochmal als Komplementär. Und da ist er Platz 10 und kreierte Großchancen. Genau, komplementiert er mit Platz 14 aktuell. Da ist er auch richtig gut im Ranking. Und ich bin happy, man, weil ich den letztes Mal, als wir die Pyramide zum Stürmer gemacht haben, hatte ich ihn schon auf Weltklasse und ich will den da unbedingt sehen. Ist für mich mittlerweile auch echt, ich glaube sogar auch ein Top 5 Stürmer gemäß Kickbase-Punkte. Also der klettert da gerade natürlich. Oder sogar, ne? Er sogar schon Platz der Drittbeste. Gerade, also, ja, richtig geil. Und Svenno hatte das mal ganz early in der Season drin, dass es für ihn auch ein Top 5 Stürmer ist und ich finde, das zeigt er auch gerade. Also alle, die sich den gesichert haben, früh und da spekuliert haben. Ich finde, er hat auch coole Tattoos. Ja. Hast du das gesehen? Das ist ja richtig, das ist coole ja Tattoos, unser kleines Ding hier. Wir lieben ja Tat Game. Mir ist auch immer egal, nicht nur im Fußball, sondern überall, ich habe immer so einen direkten Auge für Tattoos. Also ich schaue mir immer direkt an, was für Tattoos Leute haben. Bei ihm sieht es auch sehr, sehr fresh aus. Auch, was ich auch liebe, so Full Sleeve auf einer Seite hat er ja auch. Linker Arm komplett zugeballert. Und der andere komplett clean. Liebe ich. Deswegen bei mir auch. Ich achte auf sowas immer. Hammergeil. Geil. Nice. Eine Sache noch. Und dann würde ich sagen, können die Leute, Frage an dich und Frage an den Chat oder an die Kommentare. Mhm. Wenn du jetzt aus dem Stegreif sagen müsstest, was ist Tim Kleindienst starker Fuß? Was würdest du sagen? Müsste doch rechts sein, oder? Der ist nämlich. Aber beidfüßig, der ist Linksfuß, aber Bro, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der legit mit links und rechts so gut schießt wie Tim Kleindienst. Der ist die Definition von einem 5-Star-Weakfoot. Als der nämlich beim Elfmeter gestanden hat und mit links geschossen hat, war ich kurz mies verwirrt, weil ich dachte, der wäre Rechtsfuß, weil er wirklich, egal ob mit links oder mit rechts, einen perfekten Abschluss hat. Also der ist die Definition von Beidfüßigkeit. Das kommt auch noch dazu. Das ist so big, übertrieben geil. Der ist die Definition von Five-Shot-Challenge, also bring den Mann ins Format, weiß nicht, ihr braucht da vielleicht mal eine Giraffe drin. Ich habe gerade das Liga-Zeiter-Profil, blende ich ja auch nochmal ganz kurz ein. Starker Fußball. Ja, deswegen. Mann, das du ist, hast ja aber auch bei alles. Bei dem kannst du das wirklich nicht tellen. Der hat wirklich, wirklich, wirklich einen Five-Star-Weak-Foot, das ist total absurd. Müsst ihr mal drauf achten. Wenn ihr euch mal die Spiele von Gladbach anguckt, achtet mal darauf, weil du hast oftmals Stürmer, gerade Stürmer müssen natürlich ein bisschen beidfüßig sein, aber oftmals ist so, dass dann der schwache Fuß halt nicht wirklich präzise ist und die Schussbewegung auch immer so ein bisschen unsauber aussieht. Und bei ihm ist wirklich Power, Präzision, alles mit beiden Füßen komplett gleich. Egal, ob es ein Volley ist, eine Direktabnahme, ein cleanes Finish, das ist wirklich krass. Müsst ihr mal drauf achten, das ist wirklich extrem, extrem gut. Geil, und dann spiele ich doch, wir sind heute ein bisschen privat auch unterwegs. Wie ist denn dein schwächerer Fuß? Ah, welcher ist es? Er ist okay. Auch ich hab echt viel dran gearbeitet im letzten Jahr. So vor anderthalb Jahren war der noch echt mies. Mittlerweile, ich kann sehr gut fest damit schießen. Präzision hapert es noch so ein bisschen, aber mit dem Vollspann kommen die schon echt auch sehr gefährlich. Fun Fact aber dazu, als ich habe quasi ein Individualtraining gemacht, nur mit mir selber und habe nur Weakfoot-Inside-Schüsse geübt und habe mir dabei den Muskelbündelriss zugezogen, weswegen ich seit 8 Wochen ausfall. Nicht geil. Also, Scheiße. Ich wollte unbedingt mit der... Bei dem Training? Ich habe quasi individuell trainiert. Alter. Ich wollte nur mit linker Innenseite schießen. Immer lange Ecke, lange Ecke und so weiter. Und habe dabei dann mein Bein zu weit nach außen rotiert, sozusagen beim Abschluss, und habe dabei den Muskelbündelriss mir zugezogen, weswegen ich seit 8 Wochen immer noch kein einziges Saisonspiel habe. Junge, was machst du da? Aber jetzt bist du wieder... Aber da machst du keinen...
mit links machst du nee, gar nichts. Ich hab gerade so ein bisschen Linksparanoia. Ah, ja. Da werde ich erst nach der Winterpause wieder mit anständig schießen können. Aber jetzt am Sonntag habe ich Comeback. Also Kader-Comeback am Sonntag. Endlich. Geil. Oh, yes. Spannend. Richtig kann gut. Ich nächste Woche berichten, wie es lief. Richtig gut. Right, Kessem. Zwei Weltklasse-Spieler haben wir noch. So. Wir machen den einen, Obvious Call, Serou Guirassy. Ja. Ja? Das ist für dich der Obvious Call. Ja, genau, den habe ich auch. Also Obvious Call. Schön, dass du, mach du einfach die Spieler, alles gut. Nee, alles gut, ich wollte nur wissen, weil, pass auf. Also. Ich muss direkt reingehen. Ja. Kessem, wer ist deine Legende? Ja, nee, Kane. Mamouche. Da gibt's direkt von mir den dicken, fetten, roten Knopf hier. Was? Mamouche ist die Legende, Kessem. Und ich werde da heute nicht von Alter, abgehen. Was? Nach dem Spiel, Magga? Kessem, sag ich schon. Warst du Allianz Arena oder? Ja. Olympiastadion, nein. Den Tag danach nur. Hast das Spiel dann doch gar nicht mehr geguckt. Omar Mamouche. Bro, du hast dich an der Kartoffel verschluckt. Du bist da nochmal. Du bist doch da nochmal zum Catering. Du hast doch da schon wieder von der Bardame, hast du dir wieder einen Drink zu viel gegeben. Ich trinke ja zum Glück keinen Alkohol, deswegen ziehe das nicht hier. Die letzten drei Spiele. Omar Mamouche. 419 Punkte gegen Kiel. 4 Scorer. Mhm. Und dann spielen die gegen Leverkusen und gegen Bayern. Arguably die zwei besten Mannschaften, die wir in den letzten 10 Jahren in der Bundesliga gesehen haben. Er macht gegen Bayern 3 Scorer, ist an allen Toren direkt beteiligt. 2 Tore, 1 Assist. Und trifft jetzt auch gegen Leverkusen. Holzt davor noch einen ans Lattenkreuz. Omar Mamouche. Da gibt es für mich keine Debatte. Harry Kane hat zwar jetzt gegen Stuttgart seinen Hattrick gemacht. Übergeil, müssen wir nicht drüber reden. Hat in beiden Spielen davor nicht getroffen. Ja. Für mich ist das not even close, dass Omar Mamouche aktuell die Legende ist. Ich will da auch keinen Harry Kane sehen. Also ich will einmal was sagen. Also ich liebe dich. Also ihr wart ja off-tape nicht dabei. Ich sag quasi im Prolog hier zwischen uns beiden, wo off-tape... unsere Legende ist ja heute klar, ist ja Harry Kane. Da sagt Tobi gar nichts. Da wusste ich schon, okay. Aber dass der hier so ein Poker-Game auffährt und dann schön das live noch bringt. Wie gesagt, dich nehme ich mal mit in die Spielhalle. Ich glaube, da können wir, Goldgruben abräumen. Also, I love it. Also, finde ich richtig gut. Da hast du Kane kurz mal abprallen lassen, obwohl du ihn ja sogar noch live gesehen hast, aber wenn wir den Overall-Output, glaube ich, letzten 4 Spiele uns dann angucken, Mamouche ist schon insane. Was? Ich habe mir hier natürlich auch ein bisschen Stats nochmal, ich unterfütter das nochmal, Schüsse aufs Tor ist er die 3, kreierte Großchancen die 4, erfolgreiche Dribblings ist er die 4. Es ist die Mamouche-Show. Und dann ist es für mich auch die Legendenpyramide. Und es hatte auch einer in den Pyramiden geschrieben, die Pyramiden stehen in Ägypten und deswegen muss er ja auch dann auf die 1. Da hat er ihn selbst gebaut, das Ding heute. Ja, sehr gut. Das Ding ist halt, das ist das für mich fein. Schlicht. Ich find's geil. Was soll er denn mehr machen? Mhm. Er hat quasi in den letzten 3 Spielen, seit wir die Pyramide letztes Mal zu den Stürmern gemacht haben, er ist MVP geworden, war der beste Spieler am Spieltag und hat gegen die 2 besten Mannschaften in der Bundesliga insgesamt 4 Scorer gemacht. Das ist absurd. Ja. Und wie gesagt, wenn Harry Kane in den 2 Spielen davor auch getroffen hätte, hätte man darüber debattieren können, aber gerade eben, weil er die 2 Spiele davor torlos war, gibt es für mich da keine Debatte und Mamouche muss in die Legende rein. Ich liebe diesen Pick. Ich liebe auch, wie Frankfurt diese Pyramiden dominiert gefühlt. Geil, aber verdient. Aber man muss auch verdient. Man muss auch sagen, Ekitike ist auch echt runtergefallen hier auf Key Player, aber Mamouche ist dafür dann eins nach oben gerückt. Also da klafft auch so ein bisschen die Pyramidenlücke. Ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal irgendwie, ob die sich nochmal nähern auf einer anderen Etage. Geil. Finde ich richtig geil. Ja. Also, cool. Und damit stehen eigentlich alles. Ich komplettiere mal hier ein bisschen Weltklasse. Zu Kane darfst du gerne gleich noch was sagen. Guirassy. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch über Guirassy reden. Ist voll drin. Ja. Ist voll drin. Der ist 1 Zentimeter tatsächlich kleiner als Bobby. Wussten vielleicht viele nicht. Aber ich weiß es. Letzten 4 Spiele, 4 Tore gemacht. Tore und Großchance. Mittlerweile die 5. Und man muss bedenken, der hat ja auch die ersten beiden Games verpasst. Also es ist ihm ja umso höher anzurechnen. Schüsse overall mit 2,57, da liegt er auch richtig gut, Platz 12. Serou Guirassy, das ist ja auch mein Mann auf Weltklasse, das sticht hier auch. Ganz kurz dazu, ich will nur noch rausheben, wenn wir nicht Kane und Mamouche hätten, dann würde ich hier 3000 Stunden Lobeshymnen über Serou Guirassy raushauen, weil ich finde, dass der mit Abstand gerade der drittbeste Stürmer in der Bundesliga ist. Also wir haben eben auch über Kleindienst viel geredet, aber Guirassy ist die Definition von einem Gamechanger. Der hebt Dortmund nochmal auf ein ganz anderes Niveau, das ist richtig krass. Egal, ob es jetzt gegen Pauli war oder in den Spielen davor, Serou Guirassy ist komplett on fire
Und mich würde es nicht wundern, Hot Take, dass wir den irgendwann noch dieses Jahr eine Legende mal auffinden. Der ist richtig, richtig stark. I love it. Wenn man das vielleicht auch noch nicht so komplett, er hatte ja gegen Bochum den Doppelpack, ja. Da hat er, glaube ich, die 332 rausgeballert. Und jetzt hat er, glaube ich, auch noch ein paar Korrekturen bekommen. Es ist, glaube ich, jetzt bei 175 müsste, glaube ich, stehen bei Kickbase. Heiße Nummer, heißer Take hier von dir, dass wir den auf Legende packen. Aber ich habe irgendwie auch so ein Gefühl noch bei Gerassi, dass der noch sein VfB-Momentum bekommt. Und dann reden wir hier nochmal über eine ganz andere Spitze. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Definitiv. Harry Kane, Kessim, was hast du da nice. Schönes? Ich habe nur Harry Kane geschrieben. Aber dann sag du was. Nee, ich habe da auch nicht. Also, das erste Ding, also das sorry. Also ich glaube, Kimmich spielt auch den Pass und ruft, glaube ich, im selben Moment noch, schieß ihn rein, so, mein Assist. Ja. Spielt er ja auch echt geil dahin. Aber der zieht den ja so präzise dahin, ne? Und dann, aber, also eine Sache, die mir aufgefallen ist, kannst du auch gerne nochmal sagen, total cool, in der Box. Weißt du, ich glaube, das war das zweite oder das dritte Tor, wo der bleibt einfach stehen, der guckt einfach, wie der Ball bounced und dann, und weißt du, und neben ihm liegen da irgendwie schon irgendwie drei Schwaben und er bleibt einfach ganz locker und er weiß ganz genau, das ist auch der Unterschied zum Beispiel zum Ikitike, der dann eher noch, so vielleicht ein bisschen manchmal auch noch unbeholfen ist, der natürlich auch viel jünger ist. Harry Kane ist ja auch ein gestandener Nationalspieler und ne, hat da auch eine ganz andere Aura und der bleibt einfach ganz cool und er weiß ganz genau, Digga, Nübel, so, ich guck da schon hin in die Ecke, aber ich hau ihn dir da auch jetzt rein in die Maschen und also der hat auch so eine Coolness irgendwie und ich hatte ihn auch in der Challenge, das war auch wichtig, aber es hat nicht gereicht. Ja. 2K, ich brauchte sie aber. Wenn du die beherrschte Boxpräsenz eingibst, dann kommt unten drunter, steht einfach Definition Harry Kane. Also ich glaube, es gibt ich habe selten einen Spieler in der Bundesliga, nicht mal Robert Lewandowski gesehen, der alles im 16er perfekt macht. Jeder Lauf, jeder Touch, jeder Abschluss, es ist alles perfekt. Und der macht das 10 von 10 Mal. Da gibt es einfach keine. Ich habe noch nie gesehen, dass Harry Kane einen Abschluss fummelt. Der macht einfach alles immer richtig, alles immer perfekt. Und wie gesagt, er ist nur nicht in der Legende drin, weil wir Omar Mamouche aktuell in der Bundesliga haben. Hammer gut. Geil. Nice, mein Lieber. Es ist ein bisschen kürzer heute. Nein, es sind 40er Blockbuster. Ich wollte gerade sagen, wie immer. Mein Lieber, hat mich gefreut. Es ist bisschen Guido-Drive heute gewesen, aber du hast mich ein bisschen mitgenommen heute. Du hast mich mitgerissen, sagen wir es so. Bei den Stürmern musst du damit rechnen, Kessel. Du hast mich geschultert heute. Ja, genau. Ich war so die Halbspitze, so hinter dir, so links und rechts mal so gelauert und so. Aber du hast quasi mich nach vorne gebrüllt, quasi gesagt, hier, Junge, jetzt komm mal, beweg mal deinen Arsch jetzt hier nach vorne. Und geil, hast den Abschluss gesucht und du hast den ein oder anderen Treffer versenkt, unter anderem auch einen Legendentreffer. Und nice, mein Lieber, hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, der Schnitt ist auch relativ clean heute. Wir haben die Bälle relativ schneidig angeschnitten. Und wir müssen noch picken, Kessim, wie immer. Ist gut. Wir müssen noch picken. Das ist geil. Das ist richtig gut. Pick du mal gern los. Yes. Ich muss mal reingucken, wen wir am Ende hatten. Ja. Ich würde beim Keyplayer ich gehe, glaube ich, trotzdem mit Jonas Wind. Ich glaube, der macht noch einen kleinen Redemption-Arc. Ich glaube, der kommt noch mal. Das ist ein guter Zeitpunkt, sich den einzutüten in den Fantasy-Managern, sage ich. Okay. Nice. Du gehst nach Dänemark. Ich bleib in Deutschland. Ich muss mit Dennis Undav gehen. Ich sehe ein hammergeiles Matchup gegen Kiel am Wochenende. Da dürft ihr euch in Ragnar Aschemann hier schon mal anschnallen. Und ich sehe danach heiße Wochen. Und da kann er wirklich zeigen, ob er bulletproof ist, weil da kommen richtige Top-Gegner und da muss Stuttgart echt mal zeigen, dass sie, wo sie hingehören. Ob sie nach oben den Fahrstuhl nehmen oder nach unten. Dennis Undav ist mein Mann. Geil. Elite, Kessim. Wen hast du? Cool. Elite, da würde ich muss mit dem Büffel gehen. Ich bin da auf dem Büffelparkplatz mit dir wahrscheinlich. Boniface natürlich. Ich würde gerne was anderes sagen, aber weiter oben ich muss sehen. Victor Boniface auch nehmen, definitiv. Ja. Geil. Cool. Und Weltklasse, sind wir da auch im Einklang? Ja, also wir wissen ja letztendlich das Beste und da muss man Harry Kane picken, definitiv. Ja. Richtig gut. Ich halte hier nochmal die Animation. Einfach mal vielleicht für die User, die das interessiert. Kann man das sehen? Hier. So sieht das aus, wenn ich mir die Animation einmal notiere. ist immer einiges los im Schnitt. Und aber heute ist es. Heute war es schön clean. Deswegen sollte gut machbar sein. Lege ich mich gleich, genau, mit meiner Kamera gleich aufs Sofa.
Nein, Spaß. aber nee, ich leg mich ganz easy in den Filmraum und kann das ganz entspannt dann mal rüberschneiden. Perfekt. Mein Lieber, hat mich wieder gefreut. Geile Stürmerfolge hier mit dir. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr jemanden anders habt, ob ihr vielleicht Kane, haben bestimmt einige, hätten den hier gerne auf Legende gesehen, aber ich finde den super Call, super valide. Und schreibt uns gerne, vielleicht habt ihr noch einen Spieler, den wir gar nicht drin haben. Und damit spiele ich den Ball ein letztes Mal rüber zu dir. Dir gebühren die letzten Worte, mein lieber Tobi. Ich nehme ihn an und mache ihn weg, Kassim. Täuschen ist drinne. Ja. Ja, wie immer, vielen Dank. Hat Bock gemacht. Ich liebe die Dienstagsepisoden. Macht mir auch immer richtig Spaß, hier dabei zu sein. Ich freue mich jetzt schon auf die Pyramide nächste Woche. Und das montägliche Date mit dir, das gibt mir immer sehr viel. Dementsprechend kann es nicht abwarten, dass wir nächste Woche das nächste aufnehmen. Das werden dann wieder die Verteidiger sein, ne? Das sind dann die Verteidiger. Und ich weiß gar nicht, habe ich mich entschuldigt heute bei dir? Ich war tatsächlich wieder 1 bis 20 Minuten heute ein bisschen später dran. Und hier auf jeden Fall mein Versprechen in Streamohr. Oh. Nächste Woche bin ich pünktlich. Glaub mir, ich werde berichten. Ansonsten, ich werde berichten. Ansonsten spendiere ich dir okay, was. Okay, perfekt. Deal. Das ist ein Deal. Ansonsten spendiere ich dir was. Was ich dir spendiere, das bleibt offen. Aber vielleicht ein Stadionticket. Vielleicht. Es ist gar nicht so schlecht, dass ich nächsten Mal. Kommst du gerne zu spät, dann haben wir unser Date. So. Sehr gut, mein Lieber. Und dann, ja, dann liebe Grüße. Dir das letzte Wort. Ich habe wieder. Hab ich oh Gott, nein, ich habe nee, hab rüber. Ich habe nochmal einen kleinen Doppelpass gespielt. Ich habe den Elfmeter quasi nochmal rübergelegt. Nee, vielen, vielen Dank. Hat mir Bock gemacht. Und ich denke, nächste Woche gibt es dann nochmal die Verteidiger. Da werden wir genügend Spaß haben. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Das war sie, die Pyramide. Tatsächlich, Marmouche ist hier unsere Legende und der Frankfurt-Hype ist real. Was auch real ist, ist, dass ich gestern die Gewinner ohne Scorer noch rausgebracht habe, die auch gerne mal abchecken und dann könnte morgen vielleicht neues Format reinkommen und damit wünsche ich euch weiterhin einen schicken Tag. Tschüss.